So, die Bitbastelei diesmal in einem etwas anderen Format. Und zwar ist das hier ein kleiner Vortrag, den hatte ich im Rahmen eines Treffens der Linux User Group Main Koblenz gehalten. Eigentlich wollte ich es direkt vor Ort aufnehmen, allerdings ist mir da leider die Technik dazwischen gekommen. Die hat ein bisschen gestreikt und ja, deswegen gerade nochmal nachvertont. Ja, Themen sieht man ja schon, verschlüsselte E-Mail-Kommunikation unter Linux, wobei ich auch ein bisschen auf andere Systeme eingehe, denn naja, man möchte ja auch mit anderen Leuten kommunizieren können. Aber fangen wir einfach mal an. Ja, warum sollten wir überhaupt verschlüsseln? Das Problem ist relativ schnell erklärt, und zwar die meisten E-Mails, die im Internet rundgehen, die sind komplett unverschlüsselt. Und was unverschlüsselt ist, damit kann man eine Menge Spaß haben. Und zwar kann jede Stelle im Internet, die irgendwo zwischen Empfänger und Absender liegt, die Daten abfangen, er kann die Mails lesen, er kann die Mails manipulieren, etc. pp. Das heißt einmal natürlich die Internetprovider und Netzbetreiber. Und wenn ich hier mal schaue, von meinem Rechner bis Gmail sind es beispielsweise 13 Router. Und das sind jetzt im Prinzip nur die großen Vermittlungsstellen, an denen man abgreifen könnte. Da gibt es noch viele kleine. Dann, wie wir gerade alle gelernt haben, die Geheimdienste haben ebenfalls Möglichkeiten, hier sehr weit Zugriff zu nehmen auf diese E-Mails. Und ja, wie wir sehen, die tun es wohl auch und werten das Ganze automatisch aus. Und naja, wir wissen ja alle, der PC hat immer recht. Ja, wenn jetzt man plötzlich selber als Terrorist eingestuft wird, weil man zu viele böse Wörter sagt, dann wird wahrscheinlich hier kein Killerkommando vor der Tür stehen oder die Drohne mal kurz was fallen lassen. Aber es könnte doch durchaus sein, dass bei der nächsten USA-Reise die Einreise etwas interessanter wird, ja. Ansonsten gibt es natürlich auch noch den Angriffspunkt des lokalen Netzwerks. Leute, die im selben Netzwerk sind wie man selber, haben relativ gute Chancen, da was abzuhören. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn man sich in einem öffentlichen WLAN befindet. Also gerade dann sollte man sich Gedanken machen, ob man tatsächlich unverschlüsselt durch die Gegend kommunizieren will. Denn, naja, es könnte immer sein, dass ich in der Nähe bin. Ja, warum sage ich das? Das ist relativ einfach. Ich weiß, wie man mitlesen kann. Und ja, ich möchte das natürlich auch direkt mal zeigen, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Und zwar suchen wir uns dazu jetzt erstmal hier einen E-Mail-Client, den haben wir hier schon, und wir suchen uns einen Netzwerksniffer. Ja, das hier ist Wireshark, das ist ein solcher Sniffer, und damit kann man den Datenverkehr im Netzwerk abhören. Ich konfiguriere den gerade noch ein bisschen, und zwar sage ich, er soll meinen lokalen Interface abhören. Ich mache das jetzt, weil ich alles hier auf dem Demo-Rechner drauf habe und ich filtere so, dass ich nur E-Mail-Traffic sehe und nicht irgendwelchen anderen Zeugs. So, das Ganze starten wir und jetzt hören wir mit. Wenn wir jetzt hier in unserem E-Mail-Client gehen, wenn er denn noch da ist, dann können wir hier eine neue E-Mail machen und die schreiben wir jetzt an die lookmyc@localhost mit dem Betreff Test und im Text ehrt der Kuchen und senden diese ab. Ups. Da war ich wohl etwas voreilig. Da ist noch was von meiner vorherigen Demo drin. Das hier einfach ignorieren. Wir senden die Mail einfach nur ab. So. E-Mail ist gesendet und wenn wir jetzt zurückgehen in unseren Netzwerksniffer, sehen wir hier schon Daten. Ja. Hier sehen wir die ganzen Datenpakete, die rein und rauskommen. Die kann uns Wireshark jetzt praktischerweise direkt zusammenstückeln. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, hier haben wir einen solchen Dump. Das ist die komplette E-Mail-Kommunikation. Man sieht hier oben die Verbindung zum Mail-Server. Hier stehen die jetzt auch zum Beispiel Benutzername und Passwort unverschlüsselt drin, wenn man sich am Server angemeldet hätte. Wir sehen unter anderem die Metadaten, das ist also von wem kam die E-Mail, welches Mailprogramm wurde benutzt, an wen ging die E-Mail, welcher Betreff hatte das Ganze und hier unten sehen wir auch Erdbeerkuchen, ja, da ist unser Text. Und ja, also ihr seht, es ist relativ einfach, solche Mails abzuhören und naja, eventuell sollte man sich da ein bisschen schützen, ja.
Der erste Schritt, um sich zu schützen, ist relativ einfach: SSL bzw. TLS benutzen. SSL oder TLS, wie es heute heißt, ist den meisten bereits bekannt, und zwar läuft das beim Websurfen unter dem Namen HTTPS. Und das sollte man natürlich entsprechend einschalten in seinem Mail-Client. Meistens geht das in den Kontoeinstellungen. Da gibt es dann hier zum Beispiel bei Thunderbird den Punkt Verbindungssicherheit, bei dem man das einstellen kann. Beziehungsweise wenn man Webmail benutzt, sollte man HTTPS benutzen. Das Ganze verschlüsselt dann die Verbindung zwischen dem PC und dem Mail-Server. Das heißt, man ist auf jeden Fall schon mal gegen Abhören im lokalen Netzwerk geschützt. Das Ganze umfasst die komplette Datenkommunikation, also den Mail-Inhalt, die Metadaten wie Betreff, Absender, Empfänger etc. pp. Allerdings hat das Ganze noch einen kleinen Haken, und zwar zwischen den Servern und am Server selber. Da sind die Daten meistens unverschlüsselt. Upsa, Zertifikat, ja. Jedes Mal vergesse ich's. Man sollte natürlich das Zertifikat auch prüfen. Das heißt, wenn man so eine SSL-Verbindung aufbaut, dann kann es vorkommen, dass eine entsprechende Sicherheitswarnung kommt, und dann sollte man nachschauen, wer das Zertifikat überhaupt ausgestellt, macht das Sinn, könnte das mal ein Provider sein, und ja, im Zweifelsfall beim Provider mal nachfragen. Zurück dahin, wo ich schon weitergemacht habe, und zwar zwischen und am Server, da sind die Daten weiterhin unverschlüsselt. Das heißt, wir verschlüsseln zwar jetzt die Verbindung zwischen uns und unserem Mail-Server, sagen wir zum Beispiel mal Gmail. Und ja, genauso gut kann jetzt der Empfänger, der, sagen wir, bei GMX ist, seine Verbindung verschlüsseln. Aber zwischen den beiden Servern oder auf den Servern selber sind in sehr vielen Fällen die Daten weiterhin nicht verschlüsselt. Ich kann mal ein Beispiel von meinem Mail-Server geben. Auf meinem Mail-Server hatte ich jetzt bei meinem kleinen Test 30.000 eingehende und ausgehende E-Mails gezählt. Und davon waren ganze 2.800 verschlüsselt. Das heißt, unter 10% Verschlüsselung habe ich auf meinem Server, und ich kommuniziere relativ viel mit Institutionen und Vereinen, die auf Datenschutz Wert legen. Das heißt, wenn man so auf normale Systeme guckt, wird der Prozentsatz wahrscheinlich eher niedriger liegen. Ja, wie bereits gesagt, auf den Servern sind die E-Mails auch unverschlüsselt. Das wird vor allen Dingen dann interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass in den meisten Fällen die E-Mails auf dem Server liegen bleiben. Wenn man Webmail benutzt, sind sie da, und wenn man IMAP benutzt, üblicherweise auch. Hat natürlich für uns auch den Vorteil, dass wir die E-Mail am PC lesen können, am Laptop lesen können, am Handy lesen können und wo auch immer. Allerdings bietet das natürlich auch eine Angriffsfläche für den Provider, und zwar gehen wir einfach mal hier rein. Das Ding hier spielt gerade den Mail-Server, und ich kann jetzt einfach in den entsprechenden Ordner reingehen, der zum Benutzer gehört. Und naja, Root hat üblicherweise die Berechtigung, das heißt, der Anbieter könnte es. Und wenn wir in den Ordner New gucken, da sind E-Mails, die noch nicht gelesen sind, da haben wir eine Datei liegen. Und wenn wir uns die anzeigen lassen, na, wer hätte es gedacht? Unsere E-Mail betrifft Text Erdbeerkuchen. Ja, so einfach kann ein Anbieter da auch an die Mails rankommen, wenn er denn möchte. So, ja, das hatten wir gerade. Also, warten wir auf die nächste Folie. Ich sollte vielleicht doch das Ganze nicht in 1080p rendern. Aha, so, wir dürfen weitermachen, ja. Wie können wir uns dagegen schützen? Dagegen hilft die sogenannte Inhaltsverschlüsselung. Das heißt also, wir verschlüsseln die Verbindung bzw. die E-Mail noch bevor sie ins Internet geht, und zwar für unser Ziel. Das heißt also, wir verschlüsseln mit einer Methode, die dafür sorgt, dass nur der Empfänger hier hinten das wieder entschlüsseln kann. Das heißt, auf den Mail-Servern liegt nur verschlüsselte E-Mails, zwischen den Mail-Servern wird auch nur noch verschlüsselt übertragen. Und ja, wir sind im Prinzip, was den Inhalt angeht, komplett abgesichert. Hat natürlich einen kleinen Haken, und zwar Sender und Empfänger müssen sich bereits kennen, weil wir müssen ja irgendwie untereinander aushandeln, wie wir das Ganze verschlüsseln wollen, mit welchem Passwort sozusagen. Und ja,
Das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, gibt es sogenannte Key-Server. Das kann man sich vorstellen wie ein Telefonbuch im Internet. Und wer da eingetragen ist, kann dann sozusagen Informationen hinterlegen, wie die Verschlüsselung ablaufen soll. Werde ich gleich aber noch mal ein bisschen genauer zeigen. Aber an der Stelle erstmal ein kleiner Ausflug in die Theorie, nämlich die sogenannte asymmetrische Kryptographie. Das ist das, was bei E-Mail-Verschlüsselung üblicherweise verwendet wird. Die meisten werden symmetrische Kryptographie kennen. Das heißt, ich nehme eine Datei oder einen Text, verschlüssel das Ganze mit einem Passwort und kann mit dem Passwort das Ganze dann auch wieder entschlüsseln. Das ist natürlich ein kleines Problem, wenn wir über E-Mail reden, weil das heiße im Prinzip, dass ich mit jedem einzelnen Empfänger, den ich habe, ein eigenes Passwort ausmachen müsste. Und das wird auf Dauer eventuell ein bisschen nervig in der Verwaltung. Deswegen ist man hier einen anderen Ansatz gegangen, nämlich man verwendet die sogenannte asymmetrische Kryptographie. Dort gibt es nicht wie jetzt einfach nur ein Passwort, sondern es gibt einen sogenannten Schlüssel. Dieser Schlüssel besteht aus zwei Teilen. Wir haben einmal den öffentlichen Schlüssel, mit dem kann man Inhalte verschlüsseln, aber nicht entschlüsseln. Für das Entschlüsseln braucht man dann wiederum den zweiten Teil, das ist der private Schlüssel. Und der private Schlüssel kann dazu benutzt werden, das Ganze wieder zu entschlüsseln, er kann aber nicht verschlüsseln. Das Ganze sieht dann so aus wie auf hier dem Bild. Das heißt, das ist im Prinzip der Kreislauf. Wir können unseren Klartext mit dem öffentlichen Schlüssel, den ich an jeden weitergebe, in einen Geheimtext verwandeln und der kann dann wiederum nur mit dem privaten Schlüssel in Klartext verwandelt werden. Damit habe ich im Prinzip das Problem gelöst, weil meinen öffentlichen Schlüssel verteile ich an alle Leute, die mir irgendwie Mails schicken wollen. Und jeder kann denselben haben, aber das, was sie damit verschlüsseln, lässt sich von niemandem außer von mir entschlüsseln, denn ich bin der Einzige, der den privaten Schlüssel hat. Das Ganze gibt es im Prinzip auch in die andere Richtung. Das nennt sich dann nicht mehr Verschlüsselung, sondern Signierung. Das werde ich jetzt hier nur am Rande erwähnen, aber ist eventuell mal interessant zu wissen. Es gibt die Möglichkeit, einen Text zu holen und mit dem privaten Schlüssel sozusagen zu unterschreiben. Dann bekommt man einen kleinen Textblock, was dann in dem Fall der Geheimtext darstellt. Und mit diesem Block kann man nachweisen, dass der Klartext, den ich verschicke, von mir geschrieben wurde und nicht manipuliert wurde. Das lässt sich dann nachweisen. Das ist die sogenannte Signierung. Da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, wie das so im Internet üblich ist, gibt es mehrere Standards, um solche E-Mail-Verschlüsselung zu machen. Den ich nicht erwähnen werde oder nicht wirklich ansprechen werde, ist D-Mail, denn das ist von der Funktion her, beziehungsweise vom Aufbau so verkorkst, das macht keinen Sinn, das zu benutzen. Da sind technisch so viele Mängel drin. Bitte nicht anfassen. Deswegen fangen wir mal mit einem anderen Standard an, und zwar ist das der sogenannte S-MIME-Standard. Das ist ein Standard, der basiert auf X509-Zertifikaten. Nicht erschrecken, hört sich kompliziert an, aber ihr kennt das Ganze, denn X509 steht auch bei HTTPS dahinter. Die Sache ist, X509-Zertifikate basieren auf einer hierarchischen Struktur. Das heißt, es gibt zentrale Zertifizierungsstellen, die diese Zertifikate ausstellen. Das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Und zwar diese hierarchische Struktur, die hilft im Prinzip Firmen, weil man muss nur noch einer zentralen Stelle vertrauen. Aber es ist auch ein bisschen unflexibel und naja, nicht jeder fühlt sich da so wohl. Erstmal zum Unflexibel. Wenn ich mir so ein Zertifikat hole, muss ich mich auf einem Anbieter festlegen. Das heißt, ich kann nicht zu mehreren Anbietern gehen und sagen, hier, ihr alle, sagt jetzt mal, dass ich das bin. Ich muss mich an einen Anbieter binden. Und was das mit der Sicherheit angeht, wenn die meisten Programme, wie zum Beispiel auch Thunderbird oder Firefox, bringen eine Liste mit Zertifizierungsstellen, denen vertraut wird. Wenn man die mal durchgeht, dann sind da solche vertrauenswürdigen Institutionen dabei wie die taiwanesische oder die japanische Regierung. Ich glaube, die türkische Regierung ist nicht mehr dabei, nachdem sie sich vor ein paar Jahren mal ein Zertifikat für google.com selber ausgestellt hatte. Ihr seht also, das ist teilweise ein bisschen zweifelhaft. Ja,
Es gibt da ein paar Anbieter, da kriegt man so ein Zertifikat kostenlos. Die haben allerdings nur eine sehr geringe Prüfung. Das heißt, es läuft im Prinzip so ab, dass man eine Mail hinschickt. Hallo, ich möchte ein Zertifikat, und dann kriegt man ein Zertifikat zurück. Ob man jetzt darauf seine Sicherheit bauen möchte, ist auch wieder fraglich. Wenn, sollte man eher zu kommerziellen Anbietern gehen. Die machen dann gegen Geld solche Zertifikate. Die sind befristet gültig, das heißt meistens für 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre. Die Zertifikate werden aber auch nur ausgestellt, wenn man da einen Ausweis oder ähnliches vorlegt. Das heißt, man kann relativ sicher sein, dass das Zertifikat auch da entsprechende Gültigkeit hat. Der Vorteil von der ganzen Methode ist, fast jeder Mail-Client unterstützt das Ganze. Das heißt, wenn wir auf der Linux-Seite gucken, Thunderbird, Claws Mail, im Prinzip alles, was es da gibt, unterstützt S/MIME von Haus aus. Auch wenn wir in die Firmenumfelder gucken, Lotus Notes oder Microsoft Outlook, ebenfalls nativ. Unter Android gibt es ein Plugin für den Android-Mailer. Ansonsten gibt es den ziemlich mächtigen Mailer K9 Mail, der das Ganze nativ kann. Also im Prinzip kann man es überall benutzen. Zum Teil gibt es auch Plugins für einen Browser. Es gibt eins, was ich gefunden habe, das ist für Firefox und Gmail. Damit kann man das Ganze dann auch im Browser machen. Allerdings, wie gesagt, ich habe jetzt nur für Gmail und Firefox was gefunden, nichts, was allgemein tauglich wäre. Der zweite Standard, den es gibt, ist der sogenannte PGP-Standard. Der PGP-Standard basiert auf einem dezentralen Web of Trust. Das heißt, es gibt keine zentralen Stellen, sondern jeder kann sozusagen jedem vertrauen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich vertraue A, B und C. Und Person B kenne ich sehr gut und ich weiß, dass die sehr gewissenhaft arbeitet. Das heißt, den Leuten, denen B vertraut, denen vertraue ich auch. Und so baut sich dann nach und nach im Netz auf aus Vertrauensstellungen. Ja, das heißt natürlich auch, sein Vertrauen muss man sich erstmal erarbeiten. Ich kann nicht irgendwo zu einer Institution hingehen, kann sagen, hier habt ihr mal, keine Ahnung, 20 Euro und jetzt sagt ihr mal bitte, dass ich auch ich bin. Das funktioniert nicht. Ich muss mir das Vertrauen erst erarbeiten oder mit den Empfängern sprechen. Von der Verbreitung her ist noch eine Sache interessant, und zwar PGP selber ist zum Teil kommerzielles Produkt, zumindest mal zeitweise war es Closed Source. Ich glaube, inzwischen ist der Quellcode da. Trotzdem werde ich hier hauptsächlich auf GNU-PG bzw. GPG eingehen. Das ist im Prinzip eine freie Implementierung des PGP-Protokolls. PGP und GPG sind untereinander komplett kompatibel. Also mir ist jetzt keine Inkompatibilität bekannt, deswegen kann man die sozusagen untereinander tauschen, wie man möchte. Zur Verbreitung selber unter den Mail-Clients ist zu sagen, dass die meisten Mail-Systeme das Ganze als Plugin verfügbar haben. Unter Thunderbird gibt es Anycmail, Claws Mail hat ein GPG-Plugin. Es gibt mit WinGPG und mit speziellen Plugins auch Möglichkeiten, das Ganze unter Outlook und Notes zu betreiben. Die Links dazu oder die Namen der Plugins sind im Handout drin, was bei uns auch auf der Webseite draufsteht. Unter Android gibt es mit K9 Mail eine Möglichkeit, da gibt es auch ein Plugin für, das spricht ebenfalls GPG. Wenn man in den Browser reingeht, gibt es für Firefox und für Chrome ein Plugin namens Mailvelop, das ermöglicht es, auf Webmail-Basis ebenfalls GPG zu benutzen. Für Chrome ist es im Extension Store drin, für Firefox ist es momentan Beta, die XPI-Datei gibt es allerdings im Git-Repository des Projektes. Eine Sache, die bei GNU-PG noch zu erwähnen ist, das Ganze ist nicht nur auf E-Mail beschränkt. Es ist auch durchaus möglich, damit Dateien zu verschlüsseln oder irgendwelche anderen Späße zu machen. Wenn man jetzt mal von der Verschlüsselung wieder weggeht, die Signierung wird beispielsweise benutzt, um unter Arch Linux die Pakete zu unterschreiben. Das heißt, jeder Entwickler, der so ein Paket veröffentlicht, unterschreibt es mit seinem Schlüssel. Und so kann später dann nachgewiesen werden, dass, wenn das Ganze über Mirror verteilt wird, dann nicht irgendwo zwischendrin rummanipuliert wurde. Meines Wissens ist es auch bei anderen Distributionen im Einsatz. Ja, schauen wir uns PGP bzw. GPG mal in der Praxis an, und zwar in Kombination mit Thunderbird.
Wo ist mein Thunderbird? Da ist mein Thunderbird. So, und zwar findet man unter Extras, Add-ons, ein entsprechendes Add-on in den Erweiterungen mit dem Namen Enigmail. Das kann man hier oben über die Suche eintippen. Ich habe es jetzt bei mir schon installiert, deswegen muss ich da nichts mehr machen. Und wenn man das hat, hat man hier oben ein neues Menü, OpenPGP. Hallo? Ja, ein Skript reagiert nicht mehr. Okay, ich merke es gerade. Gut, also wir haben ein neues Menü, OpenPGP. Und für den Einstieg empfiehlt es sich da, den Assistenten zu benutzen. Der richtet einem alles passend ein. Wenn man normale Anforderungen hat, ist der eigentlich ausreichend. Ja. Gehen wir einfach mal durch. Ja, ich möchte vom Assistenten geholfen bekommen. Dann wird mir gefragt, ob man standardmäßig alle Nachrichten unterschreiben will. Im Prinzip schadet das nicht, weil Unterschreiben setzt lediglich ans Ende der Mail einen Block drunter, womit Leute, die PGP benutzen, nachweisen können, dass die Mail von einem wirklich ist und nicht manipuliert wurde. Leute, die kein PGP haben, sehen halt diesen Block unten drunter, die Mail darüber ist aber weiterhin lesbar. Das heißt, ich lasse es jetzt mal auf an. Nächste Frage, sollen alle Mails, die ausgehen, standardmäßig verschlüsselt werden? In den meisten Fällen macht es keinen Sinn, das einzuschalten, weil es relativ wenig Leute gibt, die GPG bisher benutzen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nach den Vorfällen mit der NSA langsam. Aber ich lasse es trotzdem auf Nein. Die Einstellungen lassen sich natürlich später noch ändern. So, dann wird gefragt, ob der Assistent ein paar Optimierungen vornehmen soll. Ich empfehle von meiner Seite natürlich jetzt auf Ja zu gehen, weil das macht auch so schöne Sachen wie HTML-Mails auszuschalten, worüber sich Leute, die zum Beispiel Konsolennutzer sind oder mobil nicht immer die volle Bandbreite haben, sehr freuen. Deswegen lasse ich das auch mal an. Und dann wird gefragt, wie das mit den Schlüsseln aussieht. Ja, ich habe ja eben schon erwähnt, man braucht so einen Schlüssel, bestehend aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Und hier gibt es jetzt die Frage, möchte ich einen Schlüssel, den ich bereits habe, importieren oder möchte ich einen neuen erzeugen? Wenn man es noch nie benutzt hat, möchte man natürlich einen neuen erzeugen. Also machen wir das. Ja. Hier kann man jetzt ein Passwort für den Schlüssel vergeben. Sollte man natürlich nicht so einfach wählen. Also nicht Test, Test, wie ich hier. Aber der Schlüssel wird eh gleich wieder gelöscht. Deswegen lassen wir es einfach mal so. Hier kommt dann eine Zusammenfassung. Standardmäßig erstellt der Assistent einen 2048-Bit-Schlüssel, der für 5 Jahre lang gültig ist. 2048-Bit ist derzeit eigentlich ein guter Standard. Also ist so ein Mittelding. Es gibt 1024er, die sind weiter verbreitet. Allerdings gegebenenfalls nicht ganz so sicher. Und es gibt auch für die Paranoiden 4096, aber das ist im Moment technisch noch nicht notwendig, sowas zu benutzen. Nach den 5 Jahren kann man sich dann einfach einen neuen Schlüssel erzeugen. Generell ist eine Haltbarkeit natürlich sinnvoll, weil nach 5 Jahren, hey, zur Sicherheit mal wechseln. Gut, ich klicke jetzt auf Weiter. Jetzt generiert das Ganze mir den Schlüssel. Das Ganze geht schneller, wenn ich ein bisschen Entropie erzeuge, indem ich zum Beispiel zufällig die Maus bewege oder random auf Tasten rumdrücke. Und wenn das Ding jetzt dann mal die magischen 99% überschwingt, können wir auch weitermachen. Ach komm, da lief doch gerade so schön durch. Ja, ne? Gut, dann zeige ich auf jeden Fall schon mal, wie das beim Schreiben von Mails aussieht. Und zwar haben wir jetzt hier einen Knopf OpenPGP. Ich hatte ja schon angestellt, standardmäßig soll unterschrieben werden. Das spiegelt sich hier auch wieder. Ich kann jetzt hier auch sagen, ich möchte die Nachricht verschlüsseln. Und entsprechend würde er das Ganze dann machen. Hier unten in der Ecke sehen wir auch noch die entsprechenden Symbole dafür nochmal. Wir haben hier den farbigen Stift, das heißt unterschrieben wird. Und den grauen Schlüssel, es wird nicht verschlüsselt. Und ja, wenn ich jetzt eine Mail schreibe, würde er entsprechend, wenn der Key schon fertig wäre, nach der Passphrase fragen, also nach dem Passwort für den Schlüssel und würde dann gegebenenfalls verschlüsseln oder signieren. Und wie weit ist unser Schlüssel? What the hell? Der war doch eben schon fast durch. Oder bin ich gerade auf dem Holzweg?
So. Schlüssel ist erstellt, jetzt kommt noch eine Nachfrage und zwar möchte er jetzt noch ein sogenanntes Widerrufszertifikat erzeugen. Widerrufszertifikat ist eine Datei, die lege ich mir weg und sollte irgendwann mal der Fall eintreten, dass mein Schlüssel gestohlen wird oder irgendwas anderes seltsam ist und mich zu der Annahme bringt, dass der Schlüssel nicht mehr so sicher ist, dann kann ich mit Hilfe dieser Datei den Schlüssel für ungültig erklären. Mache ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, das hier ist nur ein Testschlüssel, deswegen überspringe ich das Ganze. Jetzt müsste ich aber auch eigentlich eine Mail schreiben können. Probieren wir das Ganze doch einfach mal. Ja gut, funktioniert jetzt nicht, weil ich keinen richtigen Mail-Server eingetragen habe, aber er müsste auf jeden Fall ja, nach dem Passwort fragen. Wir sehen jetzt hier nochmal alle Werte und okay. Und hier sehen wir auch kurz aufblitzen diesen OpenPGP-Code. Moment, hier habe ich glaube ich sogar eine Mail, genau. Hier sieht man so eine OpenPGP-Mail, die verschlüsselt ist. Also das ist das Einzige, was dann ein Angreifer sehen würde. Was man auch sieht, ist dann, wenn eine OpenPGP-Mail eingeht, kommt hier eine zusätzliche Zeile noch rein. In diesem Fall sagt er mir, dass der geheime Schlüssel fehlt. Das war, weil ich das Ganze mit einem anderen Test-Key signiert hatte. Und ja, wenn eine andere Mail reinkäme, würde er mir dann hier sagen, ob die Signatur korrekt ist, ob alles richtig entschlüsselt wurde, ob manipuliert wurde etc. pp. Die Sache ist natürlich auch noch, wenn ich jetzt E-Mails versenden möchte, dann muss ich die entsprechenden Schlüssel des Empfängers kennen. Am besten geht das, wenn man den Empfänger bittet, uns den Schlüssel einfach mal zu schicken. Das geht dann hier über Schlüssel verwalten. Menü. Wir sehen jetzt hier, ich habe hier zwei Keys drin, einmal den Test-Look und hier habe ich noch einen von einem Look-Mitglied, der entsprechend mir eben den Schlüssel schon gegeben hatte. Es ist auch möglich, über die Schlüsselserver einen Schlüssel zu suchen. Über diese GUI hier geht das leider nur, wenn man die Schlüssel-ID eingibt. Es gibt auch die Möglichkeit, auf den Homepage der Schlüsselserver nach E-Mail-Adressen oder nach Namen zu suchen, soweit ich mich entsinne. Einfach mal auf den Webseiten gucken, aber in den meisten Fällen ist es halt einfacher, den Empfänger zu fragen, hier schick mir bitte deinen Key. Was man noch machen sollte, wenn man einfach dann über E-Mail oder so den Schlüssel austauscht, eventuell dann doch nochmal telefonieren und diesen Fingerabdruck hier zumindest mal grob vergleichen. Denn wenn der sich unterscheidet, kann es immer noch sein, dass irgendwo zwischendrin einer die Mail abgefangen hat und am Schlüssel rumgedoktert hat. Weil, ja, der ging ja immer noch teilweise unverschlüsselt übers Internet. Deswegen diesen Fingerprint vorzugsweise mal nachschauen. Ja, damit hätten wir im Prinzip das Prinzip hier von OpenPGP in Thunderbird erklärt. Noch eine Sache zu dem Schlüssel verwalten. Über Datei kann ich auch Schlüssel hier importieren. Das ist das, was ich eben meinte, wenn ich einen Schlüssel empfange. Und mit einem Rechtsklick kann ich auch einen Schlüssel unter anderem exportieren, in Datei exportieren, was zum Beispiel Sinn macht, wenn man seinen privaten Schlüssel sichern möchte. Denn, naja, wenn man den verlieren sollte, kann man seine Mails nicht mehr lesen. Und hier kann man unter anderem auch Schlüssel unterschreiben und das Vertrauen festlegen. Das ist halt interessant, wie gesagt, für dieses ich vertraue dem so weit, dass seine Mails ebenfalls irgendwas machen soll. Den Leuten, denen er vertraut, ich auch vertraue, für diese ganzen Zwecke. Ja, nachdem wir jetzt PGP mit Thunderbird und Enigmail am Laufen haben, gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen im Browser an. Und zwar müsste ich theoretisch hier auch noch irgendwo einen Firefox haben. Ja, hey! So, in diesem Firefox hier habe ich bereits die Extension installiert. Die versteckt sich hier unten in der Ecke. Das ist dieses Mailvelop. Wenn wir da draufklicken und auf Optionen gehen, haben wir im Prinzip dasselbe wie der Schlüsselmanager in Enigmail. Hier kann ich Schlüssel importieren, ich kann mir einen generieren, so ein Schlüsselpaar etc. pp. Und das sieht dann so aus, dass wenn wir hier auf zum Beispiel Gmail gehen und eine Mail schreiben. Ups. Ja, so verwenden wir diesen neuen Editor. Schön. So, dann, ja, ich habe es hier schon eingerichtet. Das heißt, hier kommt das Symbol. Wenn das nicht erscheint,
einmal aufs Mail-Develop-System gehen und @page sagen. Dann merkt er sich, dass das mein Webmailer ist. Wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, test@database.info und mit dem Betreff Test, dann kann ich hier drauf gehen auf dieses Symbol und dann öffnet er mir einen separaten Editor, in dem ich meinen Mailtext zusammenschreiben kann. Und am Ende würde ich dann diesen Text mit dem Schloss hier verschlüsseln. Geht jetzt nicht, weil ich noch keine Keys generiert habe. Aber generell würde er dann hier den Text verschlüsseln und mit Transfer. Ja, wir haben nicht verschlüsselt, ist richtig. Mit Transfer geht der verschlüsselte Text hier bei Gmail rein. Und das hat halt den großen Vorteil, dass wir es nicht direkt in Gmail tippen, weil sonst könnte es natürlich abgefangen werden. Diese Mail-Develop-Extension gibt es auch, wie gesagt, für Chrome. Also auch da kann man das Ganze analog machen. Was man allerdings im Hinterkopf behalten sollte, diese Browser sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie sonderlich sicher sind. Das heißt, man sollte sich überlegen, ob man wirklich Mail im Browser machen möchte oder ob man da auf eine andere Methode zurückgreift, wie zum Beispiel Thunderbird oder ClawsMail oder ähnliches. Ja, was bleibt dann jetzt für uns? Wir haben unseren Inhalt Ende zu Ende verschlüsselt. Unsere Metadaten haben wir teilweise verschlüsselt, nämlich zwischen uns und dem Mail-Server. Das heißt allerdings, zwischen den Mail-Servern gehen die Metadaten noch unverschlüsselt. Das heißt, es ist durchaus noch möglich abzufangen, wer hat gesendet, an wen hat gesendet und vor allen Dingen die Betreffzeile ist ebenfalls unverschlüsselt. Das heißt, da sollte man ein bisschen aufpassen. Entsprechend greift die Vorratsdatenspeicherung bzw. jetzt der Mindestspeicherfrist weiterhin. Dagegen gibt es bisher noch keine Möglichkeit, etwas zu tun. Beziehungsweise es gibt da welche, aber das ist dann kein E-Mail mehr, das wäre ein komplett separates System. Und ja, wir wollen ja noch ein bisschen mit der Außenwelt in Kontakt bleiben, deswegen gehe ich darauf nicht ein. Wie sieht's beim Rest aus? Ja, bei Webseiten ist es relativ klar, wo es geht, HTTPS nutzen, dann ist zumindest mal die Verbindung halbwegs sicher und wenn ich im Netz bin, dann gucke ich in die Röhre schon mal. Jedenfalls, solange man nicht jede Sicherheitswarnung einfach mal mit Ja wegklickt. Wenn man anonym bleiben will, gibt es Systeme wie zum Beispiel Tor, die können bedingt anonymisieren. Also damit ist es möglich, einen gewissen Grad an Anonymität zu erreichen. Bei Chat hat sich eigentlich das sogenannte OTR, Off-the-Record Messaging, durchgesetzt. Das kann man zum Beispiel unter Linux mit Pidgin nutzen. Unter Android gibt es Xabber und Jibberbot, die das ebenfalls unterstützen. Im Prinzip alle großen Clients, die inzwischen unterwegs sind, können OTR. OTR ist im Prinzip mit GPG vergleichbar. Allerdings haben die auch noch ein bisschen Wert darauf gelegt, dass man halt nicht zurückverfolgen kann, wer das Ganze geschrieben hat. Dass man da im Prinzip noch so eine gewisse Anonymität hat beim Chatten. Das ist halt der große Unterschied, deswegen an der Stelle meistens kein GPG zum Einsatz kommt. Ja, Social Media macht Verschlüsselung jetzt keinen allzu großen Sinn, weil, hey, man möchte es ja weitergeben an größere Menschengruppen. Wenn man da allerdings verhindern will, dass man da an irgendeine zentrale Stelle kommt, die mal eben alles rüberpumpt. Es gibt dezentrale Systeme, wie zum Beispiel Status.net oder Diaspora. Da kann jeder selber seinen Server aufsetzen und entsprechend mehr oder weniger kontrollieren, wer darauf zugreift. Allerdings sind die Systeme bisher nicht so weit verbreitet, also ja, ist ein Blick wert, allerdings wirklich benutzen kann man es leider bisher noch nicht. Ja, wenn jemand noch Fragen hat, ich nehme sie gerne auch verschlüsselt entgegen. Meine Key-ID steht hier und ja, ansonsten war es das soweit und ich hoffe, dass demnächst ein paar mehr verschlüsselte Mails hier durch die Gegend gehen und ja, wir zumindest mal nach sehr vielen Jahren, die diese Standards jetzt schon bestehen, ein bisschen mehr davon sehen. Denn, im Moment, wie ihr gesehen habt, es ist extrem einfach, solche E-Mails abzuhören und bitte, es sind nicht so viele Klicks, da zumindest eine grundlegende Sicherheit reinzubringen. Ja, wenn noch wer Fragen hat, wie gesagt, einfach an mich, beziehungsweise für die Podcast-Zuschauer unten in den Kommentarbereich rein. Und ja, verschlüsselt schön.